So, hello, 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 hello again. Ich habe gesagt, dass ich nie wieder eine Folge beenden werde, indem ich irgendwo in der Walachei bin. Ich werde nur noch Folgen beenden, wenn ich zu Hause bin. Und dementsprechend bin ich hier in der Walachei irgendwo. Und mir geht's gut. Oh, das Tauchen funktioniert. Das hat ja den bisher immer funktioniert. Aber wir kommen auch hier hoch. Das war nochmal knapp. Da habe ich kurz gerade ein bisschen Panik bekommen. Okay, schönen Tag euch. Kommen die auch raus? Nee, ne? Ja. Da ist schon sehr guter Loot, gutes Loot drin. Dadurch, dass da welche sind. Nein, ich weiß nicht, ob das damit was auf sich hat. Hä? Die Tür ist ja top. Die finde ich voll gut, die Tür. Sonnen habe ich zu Hause auch. So. Wir wollen auf jeden Fall nicht nach Hause. Wir haben auch schon 15 Uhr. Wir werden bestimmt noch ein bisschen brauchen, bis wir unser Zuhause wieder gefunden haben. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir merken uns diesen Ort hier, aber wir versuchen hier wieder zurückzukommen, weil hier waren noch ein paar Häuser und ich habe auch eine Kirche vorhin in der Ferne noch gesehen gehabt. Und das ist nicht schlecht, das zu haben, würde ich mal behaupten. Und dann noch zu looten. Da wird auf jeden Fall einiges noch zu holen sein. Hier an der Straße entlang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich hoffe einfach, dass ich zu einem Spot laufe, den ich kenne und von dem aus ich mich dann orientieren kann in etwa. Das da oben sieht wie ein Banditenlager aus. Es sieht aus, als ob wir falsch sind, falsch laufen, falsch sind. Ist auf jeden Fall ein sehr großes Banditenlager. Ich bin nochmal gespannt, wann es soweit ist, dass wir diese Banditenlager wirklich auch überfallen können, wann wir da einfach stark genug für sind. Ich hoffe einfach, dass ich hier irgendwo da ist dieses Banditenlager. Genau, da waren wir auch tatsächlich. Aber wo ging es? Vom Banditenlager aus haben wir ja diesen Ort entdeckt, ne? Die Frage ist jetzt echt, wo geht's in die Heimat? Wo geht's lang in die Heimat? Wir haben ausschließlich eigentlich fast nur Essen dabei. Was aber gut ist, weil damit werden wir ein paar Tage überleben. Damit werden wir definitiv ein paar Tage überleben können. Es ist einfach nur um den See rumgelaufen. Da hinten ist auch die Kirche, die ich vorhin schon entdeckt hatte. Ich laufe einfach mal da unten lang. Ja, genau. Wir können daheim relativ viel craften jetzt, ohne darauf angewiesen zu sein, die ganze Zeit wieder Essen holen zu müssen, weil wir jetzt einfach mal ein kleines Kontingente an Essen zu Hause haben. Das ist halt auch echt wichtig. Geht's hier lang überhaupt? Das sind die Häuser und die Kirche ist da oben. Das müssen wir auf jeden Fall alles hier noch entdecken. In manchen Häusern waren wir schon, manchen noch nicht. Boah, ich hoffe, dass ich halt das Lager finde, bevor die Nacht einbricht. Oder wenigstens mein altes Lager oder irgendeins. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Anzeigefehler? Das hätten sie aus wie ein Kran oder so.
What the fuck ist das? Wir sollten da, glaube ich, nicht hinlaufen. Wir speichern kurz. Wir sollten da, glaube ich, nicht hinlaufen. Das ist aber wirklich ein Kran. Da werden Hochhäuser gebaut. Wir befinden uns auf jeden Fall in der falschen Richtung. Ich glaube, hier ist nicht unsere Base. Das hier ist mir nämlich alles komplett neu. Das habe ich hier alles noch nie gesehen. Oh mein Gott. Okay, wir drehen um, wir drehen um. Das bringt da nichts, da jetzt reinzulatschen, glaube ich. Wir merken uns diesen Spot auf jeden Fall, die Straße lang. In der Nähe der Stadt. Einfach straight der Straße lang. Es ist auch nebelig. Oh, wir sind so weit gelaufen. Ich habe echt Sorge, dass wir unsere Base nicht wiederfinden. Für den Fall müssen wir uns irgendwas überlegen. Das sieht heftig aus. Gibt es hier etwa eine Riesenstadt? Was sind, werden da für Gebäude gebaut? Was ist das? Was ist das? Kann man da wirklich hin? Ist das nur Hintergrund? Ich bin entsetzt davon. Also ich bin nicht entsetzt, ich finde es gerade mega geil. Guckt euch das an. Das ist wirklich auch ein Kran da oben. Das ist, da wird eine City gebaut oder so eine Stadt. Ich habe echt keinen Plan, wo ich bin. Ich würde gerne irgendein Gebäude sehen, was ich kenne. Damit ich einfach heil nach Hause finde. Irgendein Gebäude. Wir müssen lernen, Bleistifte mitzunehmen und Dinge auf der Karte zu markieren. Wobei ich da ja auch noch nicht ganz verstanden habe, wie das funktioniert. Man kann sich die Sachen ja nur einmal, glaube ich, auf der Karte dann anzeigen lassen. Beziehungsweise einmal in die Karte reinmalen. Und das war es dann auch schon. Ob einem das so eine Riesenhilfe ist, ist halt die nächste Frage. Bin ich jetzt auch mal zurückhaltend mit der Behauptung. Wobei es schon nice ist, immer zu wissen, wo man ungefähr ist. Und wenn man an einem Ort ist, kann man sich dann ja markieren und sich merken, wo der ist. Doch, das ist schon hilfreich. Oh, wir haben den Pfad. Ist das der Pfad, der zu unserem Zuhause führt? Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, der Pfad zum Glück, der führt immer nach Hause. Wenn es denn dieser Pfad ist. Ich mach erst dann mal. Was hat der Typ eigentlich für eine Ausdauer, Alter? Das ist ja wirklich nix. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Pfad ist, der zu meinem Nachhause führt. Bin ich ehrlich. Weil hier war ich doch noch nie. Hier war ich doch noch nie. Das würde mir ja wenigstens im Ansatz so ein bisschen bekannt vorkommen. Aber hier, wirklich meterweit, einfach nix. Von diesen Trampelfäden wird es wahrscheinlich auch mehr geben. Fäden, Faden vom Trampelpfad. Wird das nicht der einzige sein? Scheiße. Das hier geht doch viel zu weit hoch. Das war nicht so weit oben. Wenn es halt nicht so Nebel, so viel Nebel wäre, könnte man vielleicht auch mal ein bisschen weiter schauen und vielleicht auch mal was sehen. Ich bin ja hier auf einem guten Aussichtspunkt. Sollte man da überhaupt hochlaufen? Boah, wie es da runter wirklich in dieses Tal reingeht. Verrückt. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Das ist echt gerade... Ich weiß, dass das viele vielleicht nicht so sehen werden, aber das ist gerade echt ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Ich hatte nicht vor, hier ganz lange meinen Ausgangspunkt wieder zu suchen. Vor allem, weil es halt so nebelig ist. Kann dieser Nebel nicht weggehen? Dann würde ich vielleicht auch irgendwo diesen Aussichtsturm sehen.
Hier ist es auf hier sind auf jeden Fall komplett falsch. Weil guck mal, wie weit man dieses Gebäude da hinten sieht. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Wenn ich hier in der Nähe wäre, da hätte ich das ja schon längst mal gesehen gehabt. Und guck mal, hier sind auch nur Wälder. Hier sind ja gar keine Gebäude und nichts. Wir müssen bestimmt in die Richtung. Bestimmt müssen wir in die Richtung. Und zwar noch ganz weit. Wie viel Zeit haben wir noch? Es ist schon 16 Uhr. Ich wollte sagen, wenn ihm das jetzt wehtut, da runter zu springen, dann mache ich mir aber Sorgen. Also dann hätte ich mir Sorgen gemacht, wirklich. Ich muss nach Hause. Ich muss unbedingt nach Hause. Jetzt ist hier... Oh, Digga, das kann nicht sein. Muss ich jetzt hier ganz außen rumlaufen? Bitte sag mir nicht, dass ich ganz außen rumlaufen muss. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das ist bestimmt eine Stunde, die ich an Zeit verliere. Das sieht so aus. Es sieht danach aus, als ob ich komplett zurück muss. Nee, hier kann man runter. Aber das ist ja komplett zurück. Das ist ja komplett zurück. Und man kann auch nicht da runterspringen. Da stirbt er wieder. Die Jugend heute hält ja nichts mehr aus. Aber wie jetzt beim Ernst? Kommt mir so extrem vor. Das würde man doch in echt überleben, oder? Also jetzt beim Ernst. Aua. Wieso regeneriert sich das nicht mehr? Jetzt kann ich hier wirklich nirgends mehr runterspringen. Sonst bin ich wirklich tot. Ich laufe jetzt einfach straight nach da, gegenüber des Gebäudes. Und sollten wir da, wenn wir die ganze Zeit geradeaus laufen, auf keine bekannten Gebäude treffen, dann kann es nur noch links oder rechts von diesem Hauptgebäude aus sein. Von dieser City, die da gebaut wird. Immer der Nase nach einfach jetzt zukünftig. Immer nur noch geradeaus, bis wir an einem Punkt kommen, wo wir was wiedererkennen. Hier sieht nämlich halt auch alles gleich aus, gell? Hier sieht alles gleich aus. Oh, da oben, das kenne ich. Den Aussichtspunkt. Der ist in der Nähe von meinem. Und da vorne ist auch das Wasser wieder. Ja, da vorne, sind die Gebäude auf diesem Hügel, glaube ich. Und dahinter müsste mein Spot sein. Da oben ist dieses Banditenlager. Oder bin ich wieder falsch? Jetzt ist es sogar schon. Das ist der eine. Doch, das ist der. Das ist meiner. Oh, perfekt. Oh mein Gott. Ich habe echt mein Leben schon an mir vorbeiziehen sehen. Ich habe das Projekt schon scheitern gesehen. Also ich sehe das Projekt durchgehend scheitern. Also das wird hier nichts mehr. Aber ganz extrem habe ich es gerade scheitern sehen. Es ist aber gut, dass wir die komplette Folge jetzt rumgelaufen sind. Das ist auch mal schön. Auch mal die Landschaft angeguckt. Aber ich muss auch wirklich sagen, die Landschaft hat was. Ich weiß, ich habe eben gesagt, dass alles fast gleich aussieht, aber ihr dürft doch nicht vergessen, das muss ja auch so. Das ist ja auch gut so, weil man muss sich ja auch verlaufen können und überfordert sein. Und im Wald kommt es einem, oder wenn man sich nicht auskennt, kommt es einem an einem Ort ja auch immer so vor, als ob da, alles gleich aussehen würde. Ihr wisst schon, was ich meine. Hunger, wir essen mal das, was am schnellsten schlecht wird. Ach, das sind alles 99%. Das dauert ewig, bis das schlecht wird. Einfach mal essen. Mal gucken, wie viel Hunger uns das gibt. Sind wir das satt danach? Wahrscheinlich noch nicht. Doch, oh mein Gott. Das füllt den Hunger komplett. Dann trinken wir hier Wasser. Endlich Wasser, ganzes Wasser. Endlich mal leckeres Wasser, was einfach sauber ist. Wir haben sauberes Wasser getrunken. Wir haben sauberes Wasser trinken können. Das ist so viel wert. Brennholz. Essen. Tun wir Essen hier in den Schrank? Ja, ne? Ich habe gesagt, hier tun wir Essen rein. Und trinken auch. Oh, wie viel Essen. Das ist so wichtig.
Es ist so wichtig. Hier haben wir mal wieder das. Auch top. Und was brauchen wir jetzt hierfür nochmal? Die Rinde noch. Die haben wir doch auch. Ah, da ist noch 75 drin. Jetzt gucken wir mal. Oh mein Gott. Ist das cool. Hey, da sind ja schon 10 Liter sauberes Wasser drin. Wir haben sauberes Wasser. Wir haben sauberes, sauberes Süßwasser. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade freue, wie stolz ich gerade auch einfach bin. Und auch voll schlau, dass wir das jetzt hier direkt daneben haben. Dass wir da immer direkt rein können. Hier, zack, das brauchen wir dafür, dann erstellen wir das. Wir machen gerade nochmal, wo ist das? Schränke. Die hier sind das. Holzpaletten, haben wir die hier? Ja, natürlich haben wir die hier. Das haben wir auch hier. In Massen haben wir das hier. Dann brauchen wir noch davon ganz viel und hiervon ganz viel. Und dann müssen wir doch nochmal welche bauen können. Weil ich will dann später auch für alles einzelne Schränke haben, tatsächlich. Weil es einfach mehr für mehr Ordnung sorgt. Und ich mag einfach Ordnung. Ja, wo ist die Tür? Doch, die ist hier. Hier ist die Tür. Blind. Ist sehr cool. Nein. Sehr, sehr cool. Wir haben doch auch hier irgendwo, hatte ich doch gerade eben auch. Hier. Nee, hier gab es doch noch Lampen irgendwo. Das haben wir nicht mitgenommen, ne? Das haben wir dort liegen gelassen. Scheiße. Haben wir liegen lassen, ja. Kacke. Kacke, 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 kacke. Egal, wir bauen noch einen Schrank daneben. Ja, sieht doch okay aus. Sieht doch okay aus, sieht doch okay aus. Können wir doch alles auch schon mal voneinander noch mehr trennen, schon mal auf jeden Fall. Holzkiste bleibt erstmal Holzkiste, tut mir leid. Und die Gerümpelkiste hinten bleibt erstmal Gerümpelkiste, oder? Ne, wir haben einen Schrank, haben wir noch leer. Was können wir da für Loot reintun? Ist jetzt die Frage. Seil.
Und Handtücher. Ich weiß nicht. Oh, ich wollte sagen. Ich weiß nicht, ob das hier alles Sinn ergibt. Es kann sein, dass das hier alles gar keinen Sinn ergibt, wie ich das aufteile, wie ich das mache. Dann werde ich es aber später noch erfahren. Bitte verurteilen Sie mich nicht deswegen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Was können wir noch bauen, was uns, was hilft? Wir können auf jeden Fall immer noch kein Feuer-Dings machen unten. Das ist echt sehr nervig. Was brauche ich denn hierfür? Stick. Stick können wir uns auch machen mit dem, was wir hier haben. Und was war das, was wir noch gebraucht haben? Ich hab schon gerade schon wieder vergessen. A2 Sticks erstmal. Und einmal zack. Zack, zack, zack. Mal gucken. Light off. Brauchst wahrscheinlich wieder so ein Feuerzeug für, ne? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir schlafen erstmal und machen uns morgen auf Entdeckungstour. Wir haben ja Wasser endlich. Das ist schon mal sehr viel, was wir geschafft haben. Rest 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 Uhr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis 8 Uhr schlafen wir. Macht es gut. Bis morgen. Tschüss.